Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Das ist scheiße. Ja, ich bin auch komplett dumm, ich könnte auch hier oben einfach nachgucken. Ah, Maus da. Da oben. Da oben steht das doch, den Spinner. Soll ich nicht? Ja, für mich schon. Duel Links Ranked. Schon wieder seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Es macht auch keinen Spaß mehr, soweit wir in Silber sind. Da fängt es einfach an, keinen Spaß mehr zu machen, weil ich einfach nur kacke Hände bekomme. Ich habe gerade mein Deck gesehen, wie wir damit spielen. Hoffentlich habe ich das ausgewählt. Ich hoffe ziemlich stark, weil ich muss ziemlich gut hoffen, dass ich meine richtigen Handkarten bekomme und nicht irgendeinen Scheiß. Oh, Clash gegen Wookie 3 mit T. Gardner. Wir trinken gerne T. Und wir. Man stimmt ja, man hat ja jetzt wieder 5000 Punkte. Oh, kann ich mich wieder dran erinnern. Also nur 5000 Lebensgrad. Zeig, was du kannst. Du kannst. Ah, endlich. Was soll das? Streng dich mal mehr an. Jo, die Geschichte. So eine Kacke. Eigentlich habe ich gehofft auf ein anderes Monster, weil ich die Parallel Twister. Aber das geht auch. Hat dann wenigstens noch 300 zu leben. Wenn ich im nächsten Zug dann eigentlich ein Monster ziehe, habe ich gewonnen. Egal welches Monster beschwört, ich werde könnte ihn einfach Parallel Twistern. Einfach Twistern benutzen. Ja, hast du das? Keine Frage. Oh, toll. Oh, die Kampfphase. Weißt du. Egal, gewonnen. Tja, deine Taktik mit normalen Monstern und Equipped Spells. Schwach. Sehr schwach. Was? Wie kann er hier überhaupt ein Duell gewinnen? Mit so einem Deck. If you are a duel, it's my turn. This is why I never stop dueling. Crystal promise. Sapphire Pegasus. Warum sagt man es nicht so? Warum heißt das so? I get face down and then end my turn. It's your move, bitch. Irgendwie kann ich gerade keinen Weg fahren. Glück. Ich habe gerade aus einer ziemlich schlechten Hand ein ziemlich gutes Field gemacht. Summon a monster in attack position. Tolle Karte, die du da hast. Daumen hoch. Oder auch Daumen runter. Here I go. My turn. Digga.
Digga, ist das gerade dein Ernst? Alter, lass mich nicht so hängen, Bro. Weißt du ganz genau, dass ich dich töten kann? Und dass ich die ganze Zeit Horn auf die Unicorn ziehen kann? Lassen kann? Solange du es irgendwo equipped. Exactly what I was waiting for. I use my face down. Ach, benutze es jetzt schon. Tolle Karte. Echt tolle Karte. Guck mal, was ich machen kann. Tschüss. Bam, Junge, zerstört. Horn auf die Unicorns Effect activates und der Skill auf dem Top of the Deck. Als ich sag, wie ich Crystal Bond. Spasten. Komm her auf die Hand, mein Junge. Mein Puro. Komm, du Bastiger. Geh mal in die Zauber- und Feinkarten rein. Ja? Da wirst du gerade mehr gebraucht. Und dann greif ich dich direkt an. Spasten. Nicht so laut. Das könnte jetzt dagegen auch irgendwie eventuell hören. Ich bin proud of this. Du hast eine Feinkarte aktiviert. Wow. Wow. Gut gemacht. Du kannst ja doch was. Vielleicht. Wer weiß. Wie sind die alle so kacke? Und dann noch Horn auf die Unicorn hinterher. Yeah, nice. Zurück auf die Hand. Aber erst im nächsten Zug, mein Junge. Weil du wirst ja im nächsten Zug erst wieder ziehen. Und dann hast du eine tote Handkarte. Ey, Bro. Bro, komm mal runter. Komm mal runter. Bro. So auf die Hand. Da wärst du wenigstens zu, ne? Spasti. Oh, wirklich? Du hast keine Handkarten, ja? Oh, cool. Ist jetzt aber unglücklich mit Crystal Beacon, aber naja. Horn des Einhorns würde jetzt von Crystal Beast Sapphire Pegasus. Ich dachte, ich hätte jetzt das Sapphire gesagt, aber das wäre falsch. Einfach so gemischt. Ja, kann man machen. Kann man aber auch lassen. Kann man machen, kann man auch lassen. Nächsten Zug bist du tot. Weil egal welche Karte ich ziehen werde, selbst wenn es kein Monster ist, was irgendwie beschwören könnte. Ich kann es durch meinen Skill auf die Zauber- und Feinkarte, wie es von Deck auf die Zauber- und Feinkarte zu holen, damit Crystal Bacon einen weiteren Spezial beschwören. Hast du noch Crystal Bacon gezogen? Hallo? 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 Spiel? Oh, meine Verbindung ist irgendwie weg. Hä? Warum ist meine Verbindung auf einmal weg? Nein, ist sie nicht. Meine Verbindung ist immer da. Okay. Alles klar. Was denn los? Komm schon, geh ran, mein Junge. Kein Internet? Was? Jetzt aber, komm schon. Nein, gib's mir. Besorg mir. Was ist denn jetzt los? Sag mir jetzt nicht, ich werde dadurch verlieren. It's time for Wage. Geil, was ist denn das für eine Scheiße? Warum ist mein Internet hier so aus? Ist so kacke auf einmal. Also ich versteh's nicht. Wieso ist denn das? Jetzt mal ganz ernst, was ist mit dem Internet falsch? So, den ganzen Tag läuft super. Und dann plötzlich, einfach ohne Grund, ist mein Internet so scheiße, als hätte ich keine Internetleitung. Als würde ich einfach mein Handy als Hotspot benutzen. Was ist denn das?
Der Moment, wenn so ein Restart ist, wäre dann gut, dass es nicht mehr hilft. Links bin ich nicht gekroppt. Soll ich so noch ein Spiel spielen, weil man WLAN, wenn sich das WLAN einfach denkt, fick dich. Ich meine, gegen das, ich hätte 100% gewonnen, hätte sich mein WLAN nicht gedacht, fick dich, du Hund. Du gewinnst heute mal nicht. Ich meine, schaut euch mal dieses scheiß Deck an. Sogar wenn man gerade erst mal Yu-Gi-Oh! Angefangen hat, denkt man sich sofort, wer, wie kann man so durch ein Deck verstellen? Ich meine, holy fuck. Ich meine, ich hab ihn gelockt durch Horn auf die Unicorn. Er konnte nichts machen. Ich hätte 100%ig gewonnen. Egal welches Szenario. Ich hätte niemals so kack spielen können, dass der gewonnen hätte. Ich meine, er hätte kein. Ich hab ihn durch Horn auf die Unicorn gelockt. Er konnte nichts machen. Und trotzdem hat sich das Spiel einfach gedacht. Nein, nicht das Spiel. Das Spiel war komplett komplett fein. Aber Internet hat sich gedacht, fick dich heute mal nicht. Heute gewinnst du mal nicht, du Spasti. Obwohl du fair gewonnen hast. Obwohl du sogar die Regeln im Spiel verstanden hast. Ich verstehe es nicht. Kann das Ranked nicht einfach vor meiner Haustür stattfinden, wo ich einfach nur hinlaufen könnte und dann mit meinen Karten spielen und dann alles verficken würde? Wieso? Nee, fick dich. Alter! Kotz es an. Okay. Noch ein Versuch. Einen Tag später. Paar Stunden früher. Hoffentlich beginne ich dieselbe Scheiße wie gestern. Wer? Weil das war halt ein Free-Win und so zum Kotzen. Ein Free-Win zu verlieren, einfach weil das Internet weg ist. Here I go. I better keep on my toe. It's time. Duel. And my turn. My turn. Ungeduldiges Stück Scheiße. Oh nein, bitte zieh nicht. My turn is done. Ja, warte mal. Jetzt hat er auch verloren oder was? Oh, doch nicht. Er wird auf jeden Fall bald verlieren. Free win. Dankeschön, Spiel. Ja, der Gegner hat aufgegeben. Wow. Sogar aufgegeben. Dankeschön. Also, das hat die Niederlage echt wieder wettgemacht. Das ging so in den Gegner gekämpft, dass der einfach sofort aufgegeben hat. Ich habe eine Karte gespielt, ich habe Monster gespielt. Oh nein, soll ich mehr wissen? Ja, super lang, ruhig. Mann. Oh, I lost. I don't have Internet. Das Internet ist ein Problem in letzter Zeit. Wenn es bei mir ist, eine Scheiße, aber entsprechend ist es geil. Ja, normale Regeln halt, ne? Oh. Das war halt ein Freeman. Das war halt. Das kotzt noch mehr an. Das ist ein Freeman einfach verloren gegangen ist. Einfach weil sich das Spiel gedacht hat. Nee, weil sich mein Internet gedacht hat, fick dich. Alter, was denken sich die Leute, wenn sie das sehen? Alter, was macht der?
Tschüss, Rubin. Tschüss, Rubina. Warte mal, das ist nicht Once Per Turn. Das ist das jetzt, das nicht Once Per Turn ist. Oh mein Gott. Jetzt ist noch eine Karte verdeckt. Sein Baum hat jetzt super Ohrschreckung aktiviert. Wozu? Wo ist die Scheiße? Wo ist die Scheiße? Warum hat das aktiviert? Ja, Glock's ticking down. Spiel. Ernsthaft? Schon wieder? Okay. Alter. Alter. Bitte. Es ist... Ich nehme jetzt gerade 4 Stunden früher auf als gestern. Das kann kein Bug sein. Von meinem Internet. Irgendwas mit dem Spiel stimmt nicht. Was ist denn das? Alter, ich nehme die Scheiße jetzt 4 Stunden früher auf, weil ich mir denke, Alter, mein Internet verkackt dann um 21 Uhr, ich nehme jetzt um 17 Uhr auf. Und mein Internet verkackt es einfach. Was ist falsch mit dir drin? Es ist niemand zu Hause, der irgendwie mein Internet klauen könnte. Es ist niemand in diesem Scheißnetzwerk, außer ich. Was ist denn los? Oh mein Gott. Und jetzt funktioniert alles. Gut. So, als wäre es gewesen. Ich könnte kotzen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe das Spiel schon wieder gewonnen. So, was denn, warum? Ich hatte das Spiel schon wieder ohne Problem, schon wieder einfach komplett gewonnen. Das war schon wieder ein fucking Freaking. Was ist denn da los? Es ist niemand aus. Es gibt niemanden, der mir irgendwie über ein Internet linken könnte. Es kann auch nicht irgendwie an den Telekom oder so liegen. Oder sonst wer. Sonst wo mein Hund könnte da liegen. Weil das WLAN ist keine Kabel. Mein Hund frisst keine Kabel. Mann, das ist doch Kacke. Du bist schuld. Ja genau, sprich mit dir. Schau mich nicht so unschuldig an. Ja, und jetzt finden sie es doch noch. Ja, nee, ist klar. Ah, ich hab verloren, weil ich einen Kackdeck hab. Ey, Portugal. Oh mein Gott, das war einfach schon mein letztes Video. Die traurigen Portugiesen. Der Endurchschichter. Ah ja, das war ein tolles Zeichen. Da war ich noch nicht so toxisch. Formis! Ein Verteidigungsposition. Nein, nein, nein! Nein, warum muss es nur da sein? I've assembled all the pieces for victory. Lost your nerve? This isn't good. I'm counting on you. Soll ich dich reinlassen, Hund? Soll ich? Willst du das? Dann lass dich gerne rein. Du musst nur ein Wort sagen. Ja, wir sind feiner Hund. Yeah. Attacks your life points directly. I'm still alive. Charter.
und Zettel Kolber. Hm, wird bestimmt von der Peak Performance beginnen und wird keinen Drachen im Deck haben. Und 30 Karten im Deck. Nee, 20 Karten im Deck. Wow. Okay, okay, ich glaube, ich kann. Wenn ich mit dem Deck das anfange. Kathy, do something with this. And Crystal Bacon one will be Carbuncle. Ich werde einen von dem Schwamm, den anderen muss ich opfern. Ich werde seinen verdeckten Karte zerstören. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Weil das ist bestimmt Enemy Controller. Ja. Das ist Enemy Controller. Irgendwas ist Enemy Controller. Ja, das ist Enemy Controller. Idiot. Nein, ich mache ihn auf. Gut. Aus dem Kuh. Ja. Kann ich jetzt Liefel schlagen? Tschüss. Das war Kaiber, Mann. Und gewonnen. Okay. Da konnte ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, vorbereiten. Da habe ich ihn wohl gebumst. Ich würde aber sagen, das muss mit dieser Folge jetzt eigentlich nichts mehr sein. Ciao. Nein, nein, nein! Na, warum muss es nur da sein? This isn't good.